Als nächstes möchte ich auch hier live im Saal Dietmar Schädel begrüßen. Dietmar Schädel ist von Hause aus Kulturpädagoge, Dozent an der Universität Duisburg-Essen. Er hatte Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen und hat auch eigene Ausstellungsprojekte als Fotograf realisiert. Seit über 10 Jahren ist er Vorsitzender der DGPH und in dieser Funktion wird er uns jetzt auch über die fotografischen Archive im Kontext der DGPH berichten. Herr Schädel, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Frau Dichter. Sehr geehrter Herr Professor Böckner, liebe Vorstandskollegin Gabriele Konrad-Scholl, verehrte Gäste, liebe Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Diese Veranstaltung ist eigentlich lange überfällig und hätte ohne die Pandemie schon vor langer Zeit stattfinden sollen. Überfällig deshalb, weil diese zahlreichen Anmeldungen und Nachfragen sowie die Teilnahme heute deutlich zeigen, dass ein überaus großes Interesse an dieser Thematik besteht. Überfällig auch, weil die vorgestellten Themen neben den übergreifenden Berührungspunkten zur Arbeit aller sammelnden und präsentierenden Institutionen auch einen Impuls in die inhaltliche Diskussion zum geplanten Bundesinstitut für Fotografie geben können und sollen. Von daher freue ich mich, dass wir gemeinsam mit der Fotografischen Sammlung, SK-Stiftung Kultur, jetzt für 2 Tage ein interessantes Programm realisieren können. Besonders freut mich auch, dass zahlreiche Mitglieder der DGPH unter den ReferentInnen sind und damit die Bandbreite und die Fülle der Aspekte einer Auseinandersetzung mit Fotografie in der DGPH dokumentieren und die vielfältigen Kompetenzen, die in der DGPH versammelt sind, zum Ausdruck bringen und in persona zu unserem Programm beitragen. Grundsätzlich ist Sammeln wohl ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Über die bloße Anwesenheit in der Welt hinaus wirksam zu werden, einen Überblick über die Vielfalt der Dinge und auch dahinterstehenden Ideen zu geben und zu erhalten, den Zeitläufen eine Konsistenz und eine Abfolge zu geben, das steht an erster Stelle einer Motivation, über die eigene Zeit hinaus künstlerisch-kulturelle Artefakte zu produzieren und auf lange Sicht auch zu erhalten. So sammeln wir Banales, Alltägliches, Artifizielles, Historisches und Wertvolles, genauso wie manch abseitige Dinge und kuriose Spezialgebiete. Immer wird aber mit viel Liebe und Enthusiasmus zusammengetragen, und das Anlegen und Pflegen einer Sammlung ist immer auch verbunden mit der unterschwelligen Angst, dass diese Sammlung nach aktivem Aufbau und Betreuung wieder verloren gehen könnte. Diese Sorge wird gespeist durch die berechtigte Befürchtung, dass nachfolgende Generationen den kulturellen Wert einer Sammlung nicht anerkennen, dass die räumlichen und technischen Grundlagen schwinden könnten und dass gerade bei individuellen Sammlungen auch überhaupt jemand die oft langjährige Arbeit schätzt und letztendlich auch fortführt. Bei öffentlichen Sammlungen mag das ja noch ein wenig anders sein. Hier ist ja das gesellschaftliche Interesse meist schon manifestiert und auch auf längere Sicht festgeschrieben. Aber auch hier gibt es Defizite, drohen Änderungen im Konzept oder der Finanzierung einer sammelnden Institution und vor allem auch letztendlich die Verbannung ins Depot, gleichermaßen das vorläufige oder oft andauernde Verschwinden der Objekte. Die Deutsche Gesellschaft für Fotografie ist insbesondere auch eine Institution, die Expertinnen und Experten in ihrem Fach und eine Vielfalt fotografischer Fragestellungen zusammenführt. Die Bündelung, gleichberechtigte Kooperation und Sichtbarmachung unterschiedlicher Fachkompetenzen ist gewissermaßen schon seit ihrer Gründung Teil unserer DNA. Somit ist die DGPH als Prototyp und ideale Organisation in der Fotografie zu sehen und nimmt diese Rolle auch aktiv an. Natürlich liegt ein großer Schwerpunkt dabei auf den Ergebnissen der Fotografie, also den fotografischen Bildern. Seit Gründung der DGPH vor nunmehr 70 Jahren befasst sich die Gesellschaft aber auch intensiv mit Ideen und Konzepten zur Etablierung und Institutionalisierung des Mediums, damit bildnerische Leistungen, wissenschaftliche und fachbezogene Literatur ebenso wie die technische und wissenschaftliche Auseinandersetzung umfassend gewürdigt und gefördert werden. Die Fotografie soll dabei in ihrer ganzen Vielschichtigkeit zur Geltung kommen. Dies ist ein deutliches Alleinstellungsmerkmal der DGPH. Und auch wenn ich nichts davon halte, lediglich phrasenhaft Traditionen zu beschwören,
So war es für mich kürzlich bei der Durchsicht historischer Dokumente durchaus ein erhebendes Erlebnis, wie klar bereits 1951, also im Gründungsjahr unserer Gesellschaft, durch Robert Görlinger, Gründungsmitglied und damaliger Oberbürgermeister der Stadt Köln, der Sammlungsgedanke geäußert wurde. Er schlug vor, Zitat, dass eine Sammlung des gesamten fotografischen Schriftgutes der Gegenwart und der Vergangenheit als besondere Aufgabe betrieben werden soll. Und weiter, das Gleiche betrifft ein Archiv und Museum der Fotografie. Dies sind Vorhaben, die sich dann in unterschiedlichen Phasen und Aktivitäten der DGPH durch die Jahrzehnte meanderten und heute aktueller sind denn je. Die DGPH hat durch ihre Preisverleihung namentlich den Kulturpreis dazu beigetragen, dass das Sammeln und Bewahren von Fotografie im Blick der Öffentlichkeit bleiben. Es wurden immer wieder Personen mit dem Kulturpreis ausgezeichnet, deren besondere Leistungen gerade auf diesem Feld herausragend waren. So haben den Kulturpreis in diesem Segment unter anderem erhalten Professor F.C. Gundlach und Dr. Wilfried Wiegand. Auch unter unseren Mitgliedern finden sich zahlreiche Fachleute wie Kunst- und Fotografiehistorikerinnen, Restauratorinnen und Kuratorinnen, die mit ihrer Arbeit auf dem Gebiet des Sammelns wichtige Arbeit leisten. So hat die DGPH mit einer Sektion Geschichte und Archive hier auch einen deutlichen Schwerpunkt. Letztlich sammeln aber natürlich auch die KünstlerInnen und tragen mit ihren Werken zu einem übergreifenden Verständnis von Welt bei. Die Wertschätzung der Fotografie spielt in der DGPH eine besondere Rolle, auch in der Sektion Kunst, Markt und Recht. Mit Blick auf die Marktbedingungen, aber auch juristischen Implikationen, zum Beispiel bei der Frage nach Urheber- und Nutzungsrechten oder in Bezug auf die Verwertung und Vermarktung von Fotografien in Zeiten nach ihrer Entstehung. Die unterschiedlichen Sparten von Abzügen und deren Einteilung in Vintage Prints und unterschiedliche Stadien von Neuabzügen und Editionen bieten immer wieder Diskussionsbedarf, rufen nach verbindlichen Standards und transparenten Aussagen über individuelle künstlerisch-fotografische Lösungen. Insbesondere durch die sich stetig wandelnden technischen und konservatorischen Grundlagen besteht hier ein großer Bedarf nach Verbindlichkeiten und Standardisierung. Dafür steht das Projekt ETDP, Extended Technical Documentation for Photographs, welches die Bedingungen neuer Prints und die Dokumentation der Verfahren standardisieren will und auch unter dem Dach der DGPH sichtbar wird. Zur Gruppe gehören unter anderem Jessica Morhardt und Markus Paul Müller, auch Vortragende dieses Symposiums. Eine umfassende Übersicht über Nachlässe und Archive gibt auch das in der DGPH beheimatete Netzwerk Fotoarchive. Das wird Ihnen nachher noch von meiner Vorstandskollegin Anna Gripp vorgestellt. Ebenso haben wir uns um den Jetztbestand und die Situation heute in verschiedensten Institutionen bemüht und haben kürzlich eine umfassende Umfrage erstellt unter sammelnden und präsentierenden Institutionen. Das Ergebnis werden Ihnen gleich Simone Klein, auch Vorstandskollegin, und Claudia Schubert, ebenfalls Mitglied der DGPH, hier vorstellen. Praktisch und zur Anschauung im jetzt natürlich stagnierenden Alltagsgeschäft der DGPH bieten wir unseren Mitgliedern Archiv- und Werkstattbesuche an, bei denen die Gelegenheit zu einem Blick hinter die Kulissen besteht und aus erster Hand die besonderen Charakteristika und Bedingungen einer Sammlung oder eines Archivs vorgestellt werden. Auch größere wissenschaftliche Tagungen konnten wir in den zurückliegenden Jahren realisieren. Ich erinnere nur an Der Gang der Dinge 2012 in Wolfsburg, wo schon ähnliche Themen zu Sammlungsbedingungen, Bedarfen für Nachlässe oder aber auch Kassationskriterien diskutiert wurden. In der Folge von Unikat Index Quelle in München 2013 und bei Reproduktionen in der Fotokunst Erhalt des Originals, Neuproduktion oder Interpretationen in Frankfurt 2014, wurde dann in der Berlinischen Galerie 2017 über das Thema Vintage und die verschiedenen Implikationen eine interdisziplinäre Tagung angeboten. Verwiesen sei an dieser Stelle auch schon auf eine Symposiumsveranstaltung, die im kommenden Mai parallel zu einer mehrteiligen Veranstaltung der internationalen Fotoszene Köln unter dem Titel Artist Meets Archives stattfindet. Das Symposium wird unter Mitwirkung der Sektion Geschichte und Archive durch Stefanie Diekmann, Katja Stuke und Oliver Sieber ausgerichtet werden.
Natürlich ist auch das Bedürfnis nach einer zentralen Institution für die Fotografie immer wieder im Fokus der DGPH. Bei Blick ins Archiv fällt auf, dass diese Frage und die damit verbundene Forderung etwa alle 15 Jahre wiederbelebt wird. Erinnert sei hier auch an das Symposium 1999 in Berlin, auf dem unter internationaler Beteiligung die Forderung für ein neues Zentrum für Fotografie aufgestellt und diskutiert wurde und auf das Anna Gripp ebenfalls noch näher eingehen wird. Auf zwei physische Sammlungen möchte ich aber auch noch kurz hinweisen. Zum einen ist das die fotografische Bibliothek der DGPH mit zurzeit etwa 10.000 Titeln, bestehend aus Büchern und Zeitschriften, viele aus dem frühen 19. Jahrhundert. Diese Bibliothek ist als Leihgabe an die Kunst- und Museumsbibliothek im Museum für angewandte Kunst in Köln einsehbar und wird von Fachleuten international für viele seltene Stücke sehr geschätzt. Und da ist natürlich auch die schon erwähnte fotografische Sammlung der DGPH mit Arbeiten von vielen Fotografinnen und Fotografen. Diese Sammlung ist seit einigen Jahrzehnten in der fotografischen Sammlung der SK-Stiftung Kultur hier im Haus beheimatet. Daraus werden wir in diesem Jahr sicher noch einen Teil in einer Ausstellung sehen können und ich hoffe, dass dann ein reger Besuch wieder möglich sein wird. Abschließend danke ich vor allem der fotografischen Sammlung mit Gabriele Konrad-Scholl, Claudia Schubert und Marianne Breuer für ihre immense Arbeit in der Vorbereitung sowie jetzt schon allen Referentinnen des heutigen und morgigen Tages für ihre Beiträge. Ohne eine großzügige Förderung, das wurde eben schon erwähnt, dieser Veranstaltung wäre die Durchführung aber auch nicht möglich gewesen. Dafür gilt mein Dank dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, der Sparkassenkulturstiftung Rheinland, der Gesellschaft zur Förderung der fotografischen Sammlung, der SK-Stiftung Kultur, der Sparkasse Köln-Bonn und ganz besonders und herzlich dem Team der fotografischen Sammlung SK-Stiftung Kultur hier in Köln. Vielen Dank. Ich wünsche uns jetzt zwei gelungene Tage mit vielen neuen Erkenntnissen und danke Ihnen. Bleiben Sie dabei. Herzlichen Dank. Ja, danke schön, Herr Schädel.